Hallo, in diesem Review stelle ich euch von BC Master dieses 4 Meter lange 12 Volt Verlängerungskabel vor. Dieses Kabel ist geeignet, um damit diverse 12 Volt Geräte betreiben zu können mit maximal 15 Ampere. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich ein Badeboot habe, das ich mit einem Luftgebläse aufblasen möchte und ich das Boot dann immer fast in den Kofferraum legen muss, und das soll jetzt Geschichte sein. Man hat hier also eine Steckdose mit einem Deckel, den man aufmachen kann, und hier ist der Stecker mit einer LED, wo man sieht, ob das in Betrieb ist, also ob Strom drauf ist auf der Steckdose. Und hier vorne an der Remmelschraube kann man auch nochmal aufschrauben. Es sind im Lieferumfang zwei Sicherungen dabei. Für den Fall, dass man ein Gerät angeschlossen hat, das zu stark ist, dann kann man die einfach austauschen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich stecke das mal in meine Kfz-Steckdose. So. Die Steckdose leuchtet. Ich will das auch mal ganz kurz zeigen. Man sieht hoffentlich, ja, dass das Licht an ist. Bisschen eng hier. Und hier habe ich jetzt das andere Ende vom Verlängerungskabel. Hier habe ich ein Luftgebläse. Stecke ich das mal ganz kurz rein. Mache es allerdings nur ganz kurz an, weil das Problem ist, dass es ziemlich laut ist und auch ziemlich viel Wind macht. Und man sieht, es funktioniert einwandfrei. Okay. Das Kabel an sich macht einen sehr guten Eindruck. Es sind keine chemischen Gerüche wahrnehmbar. Und das Kabel ist relativ flexibel, also es macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Und von daher kann man darüber nichts Schlechtes sagen. Es ist auch sehr dick, dass man bei den 12 Volt auf 4 Meter Entfernung keine Probleme bekommen sollte. Alles macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Ich habe hier einen sehr langen Knickschutz an den Steckerenden. Es ist außergewöhnlich, dass sie so lange sind, die Knickschutzenden. Sehr positiv hervorzuheben. Ich kann selbst die Sicherung austauschen. Habe hier nochmal einen schönen Klettverschluss dran, um das Kabel ordentlich zusammenzuwickeln, wenn ich es nicht benötige. Und von daher kann ich guten Gewissens 5 von 5 Sternen dafür geben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.